Liebe Freunde der Aviatik, herzlich willkommen bei meinem Kanal von Aviation Market. Ich führe ein Modellflugzeuggeschäft hier in Bülach, ganz in der Nähe des Flughafens Zürich, und in diesem Kanal möchte ich euch die neuesten Modelle vorstellen, die bei mir eingetroffen sind. Entschuldigung. Manchmal sind auch Raritäten mit dabei, die ich euch nicht vorenthalten möchte, oder es sind Wünsche, die ihr geäußert habt in den Kommentaren. Heute habe ich ein neues und ein älteres Modell mit dabei, um einen Vergleich anzustellen. Das ist ein Thema, das ich relativ oft hier im Geschäft habe. Die Diskussion ist immer zwischen den beiden SR71 vom Caliber, Centerwings und Air Force One Model. Denn die Modelle sind identisch. Sie sind Marshall 1 zu 72, es ist dasselbe Flugzeug. Aber der Preisunterschied ist mehr als 50% der Unterschied. Also ausgerechnet vom Centerwings Modell ist das Air Force One Modell mehr als 30% günstiger. Und das ist doch massiv. Und ich werde euch zeigen, was die Gründe dafür sind, was die Vor- und Nachteile der Einzelmodelle sind, und werde ein bisschen darüber sprechen. Im ersten Teil des Videos werde ich über die Hersteller sprechen. Das ist eben Centerwings und Air Force One Model. Und im zweiten Teil über die Modelle. Und im dritten Teil möchte ich euch dann unbedingt noch etwas über die SR71 selbst erzählen, was ein sehr spezielles Flugzeug ist, einer meiner absoluten Favoriten, hat eine sehr große Fangemeinde, selbstverständlich, ist ein sehr berühmtes Flugzeug und ziemlich einzigartig. Ja, also, die Hersteller. Ich fange zuerst mit Centerwings an. Ich habe von Centerwings auch schon Modelle vorgestellt. Sie sind schon relativ lange auf dem Markt, und als sie damals herausgekommen sind, waren sie die wirklich die Mercedes-Klasse. Die besten Hersteller damals von der Qualität her waren sie sehr, sehr gut, und deshalb können sie sich auch heute immer noch halten. Also die Formen sind sehr detailliert, sie sind sehr genau. Was ein bisschen dagegen spricht, sind die Spaltmaße. Die sind im Vergleich zu anderen Herstellern unterdessen ein bisschen größer geworden. Also nicht größer geworden, aber die anderen sind feiner geworden. Deshalb ist das Spaltmaß ziemlich auffällig bei Centerwings an gewissen Stellen, was man als Manko darstellen kann. Aber trotzdem, die Formen, obwohl sie sie nicht geändert haben und immer dieselben gewesen sind bis jetzt, können sie sich immer noch sehr gut vergleichen lassen mit Hobbymaster zum Beispiel, der Herpa-Formen. Sie sind immer noch sehr, sehr gut. Sie sind auch ein bisschen teurer geworden, wie alle anderen auch, aber ja, das ist eben so. Centerwings musste einmal Konkurs anmelden, das ist aber auch schon etwa 10 Jahre her, glaube ich. Sie haben dann wieder angefangen zu produzieren, aber in viel, viel kleineren Mengen. Und es ist jetzt so, dass von der SR71, ich glaube, so alle Jahre kommt eine heraus. Von der F14 haben sie eine Form, kommt auch eine heraus. Und dann haben sie etwas sehr Seltenes, das ist die Crusader, die F8. Da sind sie die einzigen, die die Form haben. Das ist ein sehr spezielles Modell, werde ich darüber auch ein Video machen. Ist ganz fix geplant, weil davon habe ich jetzt auch ein Modell bekommen, das möchte ich euch auch gerne zeigen. Dann haben sie die A6, die Intruder im Sortiment, und die A7, die Corsair. Die A6 sind sie auch die einzigen, die sie haben. Es gibt noch die EA6B, das gibt es noch von Hobbymaster und unterdessen auch von JC Wings. Aber die A6 Intruder, die gibt es nur von Centerwings. Und die A7, die Corsair 2, die gibt es noch von Gemini Jets. Die hat mit Gemini Aces haben sie das Modell herausgebracht, und JC Wings hat die Form noch. Ja, das müssten diese sein, genau. Und das ist es dann auch schon, was Centerwings herausgebracht hat. Sie haben auch noch Marshall 1 zu 144 Modelle hergestellt einmal. Das ist aber schon lange her, bekommt man nicht mehr. Die sind schon lange ausverkauft und sind sehr gefragt, sind auch sehr schön. Und das ist es dann auch gewesen. Aber diese Modelle, die sie machen, die sind wirklich sehr schön. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Auf der anderen Seite hier haben wir Air Force One Model. Air Force One Model produziert wesentlich mehr verschiedene Artikel. Sie haben zum Teil sehr exotische Modelle, wie die P61 zum Beispiel, die Black Widow. Oder was haben sie noch im Sortiment? Es gibt noch einiges anderes, was sie produziert haben. Vor allem chinesische Flugzeuge selbst, also die J20 zum Beispiel und die J31 oder die J11 haben sie auch gemacht. Die sind in China zu Hause, produzieren vor allem auch chinesische Flugzeuge, aber eben auch amerikanische Sachen. F35 haben sie im Inventar, die C-Version kann man zum Beispiel die Tragflächen falten. Bin ich aber nicht glücklich mit diesem Modell, weil man sieht die Scharniere, die sind silbrig, und das sieht wirklich komisch aus. Wenn das Flugzeug die Tragflächen flach legt, dann sieht man auf der Tragfläche Oberseite sieht man diese silbrigen Scharniere. Sieht ein bisschen doof aus, finde ich. Passt nicht so ganz. Und außerdem ist der Pilot zu hoch im Cockpit, da mussten sie den Helm oben ein bisschen anschleifen, damit er nicht am Canopy ansteht. Ja, also Air Force One Model ist von der Qualität her im unteren Segment, aber auch vom Preis. Also sie sind wesentlich günstiger als andere Hersteller, und auf das möchte ich eingehen, das möchte ich euch noch zeigen.
Also, wir haben hier die SR71. Ich werde zuerst die Maße nehmen und ich nehme es nur von einem Modell, weil sie sind identisch. Also sie sind beide gleich groß und deshalb möchte ich euch das so zeigen. In der Länge ist die SR71, und jetzt habe ich zu wenig Platz hier in den Kisten, ich muss da kurz ein bisschen Platz machen, Entschuldigung. So, in der Länge ist die SR71 hier ohne Pitot-Rohr 44 cm in der Länge. Also das ist ein Riesending. Und ich nehme jetzt doch noch mit dem Pitot-Rohr und dann sind wir bei 46 cm. Also die Gesamtlänge ist 46 cm. Das Pitot-Rohr fehlt hier nicht, sondern das ist nur nicht montiert. Das ist separat in der Box hier und das könnt ihr dann einsetzen. Manchmal hat es auch zwei dabei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr auch zwei beigelegt sind. Falls eines abbricht, dann kann man es auswechseln. Das finde ich sehr weise. Das ist gut nachgedacht. Weil das ist so etwas Filigranes hier. Da muss man einmal dran kommen und dann bricht es ab. Genau. Dann haben wir in der Spannweite, haben wir, was sind das? 24 cm. Und in der Höhe sind es, ja, zu wenig. Jetzt bin ich bei 5 cm, weil die Seitenrouter fehlen und die müssen separat eingesetzt werden. Ihr seht sie hier, ich zeige sie euch ganz kurz. Hier ist das Seitenruder. Die müssen beim Air Force One Modell eingesetzt werden. Ihr seht auch hier das Wappen, das Staffelabzeichen. Und dann sind wir, was habe ich gesagt, 5 cm plus nochmals 4 cm, also 9 cm Höhe ohne den Ständer. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Der Ständer vom Air Force One Model, habe ich auch schon in anderen Videos gezeigt, der ist sehr massiv. Also ihr seht hier, das ist ein Graugussteil, steht auch SR71 drauf, sehr groß. Und hier habt ihr den Arm, ebenfalls sehr groß. Und das wird dann so montiert. Dann könnt ihr, ja genau, so rum. So rum muss es sein, genau. Hier müsst ihr die Mutter lösen. Ich mache das ganz kurz, ich hoffe es geht kurz. Das einsetzen. Jetzt müsste es mal noch richtig montieren. Ach komm schon, so schwierig ist das nicht. So, voilà, ist montiert und dann kommt das Flugzeug hier auf den Ständer. Hier hinten wird es montiert und dann steht es auch schon. In einem relativ steilen Anstellwinkel. Ich habe jetzt die Mutter nicht zum Sichern montiert, wie ihr das seht. Aber es hält. Gut, und auf dem Video hat alles Platz. Gut, also wenn es so montiert ist, dann ist es in der Höhe 29 cm. Also wenn ihr es so ausstellen wollt in einer Vitrine, dann braucht ihr einen Tablerabstand von 30 cm. Ansonsten hat es keinen Platz. Wenn ihr es auf den Fahrwerk stellt, dann reichen 10 cm Tablerabstand. Einfach, das muss euch bewusst sein. Das Modell von Centrywings hier ist nicht ganz so hoch, selbstverständlich. Da sind wir bei 20 cm, 9 cm weniger oder 8. Genau. So, also, ihr habt schon einen Unterschied jetzt gesehen, nämlich der Anstellwinkel. Für mich ist es nicht matchentscheidend zum Kauf eines Modells. Mir gefällt es relativ gut, wenn es so steil ist, aber realistisch ist das nicht unbedingt. Für die SR71 ist es eher flach geflogen. Das Flugzeug ist auch nicht unbedingt akrobatiktauglich. Das Flugzeug war vor allem schnell. Jetzt der Vergleich von den beiden Flugzeugen. Weshalb kostet dieses Modell gut 30-50% weniger als das von Centrywings? Centrywings hat das Modell in zwei Teilen hergestellt, wie ihr das seht. Ich nehme es wieder vom Ständer herunter. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es herunterfallen könnte. So, also, hat das Modell in zwei Teilen hergestellt, wie ihr das seht. Und ich nehme es jetzt hier vom Ständer weg. Das eine Stück ist die Nase, hier vorne. Das ist ein Stück, alles zusammen, und das zweite Teil ist hier hinten und das wird zusammengesetzt. Und das Problem ist, ihr seht hier ein sehr großes Spaltmaß. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Zuvor, ihr seht es auch auf der Unterseite, das ist relativ markant leider, das sieht man sehr gut. Und das ist
Das, was mich am meisten stört an den Modellen, dann habe ich das nämlich gerade gesagt, und dann können wir uns auf die positiven Dinge konzentrieren. Und beim Air Force One Modell haben sie das aus meiner Sicht ein bisschen cleverer gemacht, aber auch nicht unbedingt schöner. Und zwar haben sie auch zwei Teile gemacht mit dem Modell, aber die Oberseite ist ein einziges Stück. Ich muss dich wegnehmen, ich habe zu wenig Platz. Drehen wir dich ein bisschen weg. So. Also, es ist ein einziges Oberteil, wie ihr seht, und ihr habt hier kein Spaltmaß. Hier sieht es viel schöner aus. Allerdings haben sie ein Ober- und ein Unterteil gemacht. Und wenn ihr jetzt das anschaut, dann seht ihr hier über das ganze Flugzeug, seht ihr hier diese Naht über den ganzen Rand. Das geht auch hier vorne weiter an der Nase. Das seht ihr hier alles zusammen. Und auch hier ist das Spaltmaß relativ groß. Jetzt, wenn ihr das Flugzeug auf die Räder stellt, ihr unten im Tablar habt, dann sieht das sehr schön aus, so finde ich. Aber sobald ihr es, wie ich es zuvor gezeigt habe, auf dem Ständer habt und ihr die Unterseite präsentiert von dem Flugzeug, dann seht ihr diese Spalte. Und das seht ihr sehr gut. Und sie sind auch sehr groß. Und deshalb finde ich diese Lösung hier besser. Ihr seht hier zwar in jeder Position vom Centerwings-Modell, seht ihr den Spalt, ob ihr es von unten, von oben, von der Seite betrachtet. Man sieht es einfach, man muss es entweder akzeptieren oder dann lässt man es sein mit dem Kauf. Hier sieht man es nur von gewissen Positionen, dafür aber umso mehr. Und ja, da bin ich nicht so glücklich damit. Auch der Detailgrad her, die Struktur, da kann man darüber diskutieren, was einem besser gefällt. Ich finde das Centerwings-Modell schöner gemacht, obwohl die Gravuren auch hier gut gelungen sind. Wenn man sie nebeneinander stellt, dann sieht man den Unterschied. Ich kann es nicht machen, ich habe einfach zu wenig Platz hier. Aber wenn das Modell separat steht, dann fällt das eigentlich nicht so auf. Was ihr hier seht, ist, dass es so glänzt. Das hat überall so Fettspuren darauf. Das ist von der Herstellung. Die neuen Modelle von Air Force One Model, die haben irgendwie so einen Schutz darauf. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das lässt sich ohne Probleme abwischen mit einem Lappen oder mit einem Tuch. Das ist wirklich kein Problem. Und dann ist das Modell sauber. Ich habe es bewusst nicht gemacht, weil ich es dann auch wieder verpacken werde in der Box. Das ist kein Wasser oder irgendetwas. Das ist einfach von der Herstellung, die haben das so. Das ist überhaupt kein Problem. Die Seitenruder, das habe ich euch schon gezeigt, genau, die sind hier. Die müsst ihr einsetzen beim Air Force One Modell. Die sind hier, beide zusammen mit dem Stoffelabzeichen. Und beim Centerings Modell sind die fix montiert. Was auch so in Ordnung ist, das ist für mich nicht eine Qualität, ein Plus- oder ein Minuspunkt, das ist einfach eine andere Herangehensweise. Was aber ein Unterschied ist, und der ist relativ entscheidend, finde ich, beim Air Force One Modell kann man das vordere Canopy öffnen. Ihr seht es hier. Das hintere ist aber fix geschlossen. Man kann nichts machen. Und es fehlt auch ein Pilot. Man kann keinen Pilot ein, es hat keinen mit dabei beim Air Force One Modell. Der fehlt. Beim Sentry Modell, dort habt ihr die Piloten mit dem Druckanzug. Die sind orange. Die Piloten, und ihr könnt auch hier beide, komm schon, beide Canopies offen oder geschlossen darstellen. Und das ist ein riesiger Pluspunkt. Wenn es sich jetzt öffnen lassen würde, wäre ich sehr glücklich. Komm schon, bitte. Will nicht, will sich nicht öffnen lassen, das ist zu schade. Aber es geht. Ich habe das Modell nämlich auch zu Hause und ja, jetzt komm schon. Komm. Ja, voilà. So. Und jetzt ist es geöffnet. Und ist einfach viel detaillierter dargestellt, alles zusammen. Wenn ihr das Cockpit anschaut, ist auch das viel schöner gemacht. Einfach der Detailgrad, die Liebe zum Detail ist bei diesem Modell viel, viel schöner gemacht, finde ich. Und ich hoffe, man sieht ein bisschen etwas vom Cockpit. Ist relativ schwierig zum Zeigen. Ja, vermutlich nicht. Von vorne noch ein wenig. Ihr seht die roten Kissen der Schleudersitze, die Kopfstützen, genau, die Nackenstützen, die seht ihr gut. Und alles in allem finde ich es das schönere, detailliertere Modell. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, will man so viel mehr Geld ausgeben für diese Details?
oder genügt einem das günstigere Modell? Das müsst ihr euch selbst entscheiden, da kann ich euch nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Normalerweise stellt man das Flugzeug sowieso mit geschlossenen Cockpithauben aus, denke ich jetzt einmal. Außer man hat einen Tarmac zu Hause und stellt es so aus, mit dem Piloten eingesetzt oder eben nicht. Aber hier, wenn ihr das offen darstellen wollt, könnt ihr wirklich nur das vordere Cockpit öffnen und das hintere nicht. Und das ist ein bisschen doof. Entweder lässt man es gleich zu oder dann öffnet man beide, finde ich. Aber das sind ein bisschen die Plus und Minus dieses Modells. Das Fahrwerk selbst, der SR71, ist eben auch noch speziell. Die hat ja silbrige Reifen, weil sie damals die Legierung, Gummimasse noch nicht zustande brachten, um bei so hohen Geschwindigkeiten landen und starten zu können. Da haben sie Aluminiumspähe eingefügt, auch bei der XB70, bei der Valkyrie. Die hatte silbrige Pneus, weil sie eben Aluminiumspäne in die Gummimischung getan hatten. Das sieht sehr speziell aus. Und das hatte die SR71 auch. Und hier sind sie schwarz, die Pneus. Und die müssten eigentlich silbrig sein. Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie immer silbrig geflogen sind oder ob sie später auch schwarze Pneus hatten, die SR71. Das kann tatsächlich sein, weil die haben auch Fortschritte gemacht in der Pneuentwicklung, ob sie später schwarz gewesen sind. Bei diesem Modell hier sind sie silbrig, die Pneus. Das weiß ich. Ich habe sie jetzt hier in der Box drin, ich müsste sie öffnen. Aber das, dort haben sie es richtig gemacht und ich meinte, ich müsste lügen, aber ich glaube, hier sind sie tatsächlich falsch. Es kann sein, dass sie später schwarz geflogen sind, schwarze Pneus gehabt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es sonst einblenden unten. Aber eben, eigentlich müssen die silbrig sein. Und das sind solche Details, die ich entweder falsch im Kopf habe oder sie falsch gemacht haben. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber eigentlich glaube ich, dass es silbrig sein müsste. Und das sind diese Details, das sind die Unterschiede. Die Modelle sind beide aus Metall, Vollmetall. Sie sind beide in etwa gleich schwer von der Masse her. Von dem her habt ihr da keinen, ja, ziemlich genau, von dem her habt ihr da keinen Qualitätsunterschied. Was noch entscheidend ist, ist von wo das die SR71 ist, welche Staffel. Wenn ihr einen Wunsch habt, es muss von dieser Staffel, von diesem Jahr sein, und das gibt es nur von Air Force One Model, ja, dann ist der Fall klar, dann müsst ihr das Modell kaufen. Oder umgekehrt auch von Centerwings, wenn ihr ein NASA SR71 haben wollt, hier, das mit dem NASA-Schriftzug, das ist relativ selten, dann gibt es nur die Option, dann könnt ihr nur dieses Modell haben. Aber wenn ihr einfach eine SR71 haben wollt, weil ihr Spaß daran habt, und es sollte auch nicht allzu teuer sein, aber etwas präsentieren oder repräsentieren, dann reicht wahrscheinlich ein Air Force One Modell für euch. Da gehe ich davon aus. Ja. Das sind so die Plus und Minus dieser beiden Modelle. Habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Die Form ist mehr oder weniger identisch von den Proportionen her, alles zusammen. Ja. Ja, ich glaube, ich habe wirklich alles ausgemessen, habe ich den Ständer habe ich gezeigt. Ja, genau. Also, dann schließe ich jetzt die Canopies wieder. So. Okay. Und hier auch. Also, die SR71, was ist das überhaupt für ein Flugzeug? Die meisten von euch werden es vermutlich wissen, denke ich. Es ist so berühmt und so einzigartig und auch vom Design her sehr speziell. Das Flugzeug ist ein Spionageflugzeug für die CIA, war das ursprünglich gewesen. Und die Geschichte davon fängt natürlich im Kalten Krieg an, als der Eiserne Vorhang kam, respektive die Sowjetunion und die USA sich voneinander distanzierten nach dem Zweiten Weltkrieg und sich ein neues Wettrüsten abzeichnete, wollten die Amerikaner selbstverständlich wissen, was der Russe denn so treibt hinter dem Eisernen Vorhang und wollte Informationen haben. Satelliten gab es damals noch nicht groß. Und deshalb bauten die Amerikaner eine U-2, das ist ein Aufklärungsflugzeug, sieht aus wie ein Segelflugzeug mit einer sehr großen Spannweite, jetbetrieben, und das Flugzeug konnte sehr, sehr hoch fliegen. Relativ langsam, aber hoch. Und das war weit außerhalb der Reichweite von den damaligen Abfangjägern, auch von den Flugabwehrstellungen, und sie versuchen auf diese Art und Weise über dem sowjetischen Luftraum herauszufinden, was die Sowjets bauten, wo Luftwaffenstützpunkte waren, wie viele Interkontinentalraketen, Silos, das sie haben, einfach alles, was interessant war. Und was die Amerikaner nicht wussten, war, dass sie die Sowjets im Zweiten Weltkrieg relativ viele deutsche Wissenschaftler entführt haben. Das wussten sie natürlich, aber was sie dann so bauten. Und die Russen hatten sich vor allem auf Flugabwehrstellungen spezialisiert. Da sind sie auch heute noch ziemlich stark. Man muss jetzt nicht unbedingt den Vergleich mit der Patriot nehmen, der neuen. Die ist wahrscheinlich leistungsfähiger als die S-400, die die Russen jetzt im Inventar haben. Aber zu damaligen Zeiten waren die Russen sehr führend
oder weitführend, was die Flugabwehrraketen anging. Und die SA-2, das war die erste im großen Stil abgebaute Flugabwehrrakete. Und die stellten sie natürlich auch auf. Und das erste Opfer von der SA-2, das war tatsächlich eine U-2 im sowjetischen Luftraum. Das war sehr peinlich für die Amerikaner. Die SA-2 konnte diese U-2 problemlos erreichen in der Höhe und das Flugzeug abfangen. Das wurde auch abgeschossen. Es wurde nicht komplett zerstört. Der Pilot hätte eigentlich Suizid machen sollen, eine Zyankali-Kapsel nehmen, hat er nicht gemacht. Die U-2 hatte einen Selbstzerstörungsmechanismus, der ausgelöst werden sollte, der wurde nicht betätigt. Und somit bekommen die Sowjets bekommen sie eines der modernsten Spionageflugzeuge der Amerikaner relativ intakt in die Hände, plus ein Pilot, den sie natürlich verhören konnten. Das war ein sehr großer Skandal, weil die Amerikaner den sowjetischen Luftraum verletzt hatten. Und dann stellte sich dann die Frage, was kann man machen, um weiterhin Informationen zu bekommen? Die eine Option ist tatsächlich Satelliten gewesen, das ist auch heute noch der Fall. Das Problem mit Satelliten ist, sie sind zumeist nicht geostationär, sondern sie umkreisen die Erde. Und wenn sie das tun, dann haben sie einen gewissen Zeitraum, wo sie ein Gebiet überfliegen und Fotos machen können oder auch Filmaufnahmen machen können und dann sind sie wieder weg. Und selbstverständlich kann man während dieser Zeit, die Satelliten kann man auf Radar erfassen, wenn ein solcher Satellit kommen sollte, dann kann man alles verstauen in einem Hangar und dann wieder herausnehmen, sprich, die Russen wussten sehr genau, wo die amerikanischen Satelliten waren und umgekehrt natürlich auch. Also war das nur eine halbwegs zufriedenstellende Lösung. Gebäude konnte man herausfinden, selbstverständlich auch Bunkeranlagen oder eben ICBM-Stellungen. Aber wenn ein Flugzeug auf einem Tarmac stand, das konnte man relativ gut verstecken in einem Hangar. Und wenn der Satellit vorbei war, der Spionagesatellit, dann konnte man es wieder herausnehmen und weiter Mission damit fliegen oder ausbilden oder forschen daran, was auch immer. Auf jeden Fall hatten die Amerikaner das Bedürfnis, sie brauchen ein neues Aufklärungsflugzeug, ein leistungsfähigeres. Und Stealth-Technologie gab es in den 50er, 60er Jahren noch nicht, weil dazu braucht man leistungsfähige Computer mit hohen Rechenleistungen, um das berechnen zu können, wie man ein Flugzeug designen muss, damit es eben einen geringen Radarquerschnitt hat, damit es nicht leicht zu erfassen ist. Und dann war die einzige Lösung dafür, war ein Flugzeug zu bauen, das nicht nur hoch, sondern auch extrem schnell flog. Und dann kam eben die SR-71, wurde dabei entwickelt. Ursprünglich war das die A-12 oder YA-12. Das war auch ein bisschen irreführend, die Bezeichnung, weil A steht eigentlich für Angriffsflugzeug. Das war nie als Angriffsflugzeug konzipiert worden, sondern eigentlich als Jagdflugzeug, das Mach 3 fähig ist. Auch das wurde verworfen, diese Idee, und es wurden wirklich nur als Aufklärungsflugzeug eingesetzt, um Spionage zu betreiben. Und das Spezielle an diesem Flugzeug ist die extrem hohe Geschwindigkeit. Dieses Flugzeug hier ist fähig, eine Reisegeschwindigkeit zu haben, nicht die maximale Geschwindigkeit, eine Reisegeschwindigkeit zu haben von über Mach 3. Das sind dreifache Überschallgeschwindigkeit und mehr, also etwa 3180 km pro Stunde. Die Maximalgeschwindigkeit, die das Flugzeug fliegen kann, wurde nie erflogen. Sie haben immer zuvor wieder abgebrochen, die Piloten, weil sie unsicher waren, wann bricht es auseinander. Es beleuchtet einfach immer mehr. Und auch was besonders war an diesem Design, das ist schwer zu glauben, aber es ist tatsächlich so, je schneller das Flugzeug hier flog, desto weniger Sprit verbrauchte es. Das war der Aerodynamik geschuldet, dieses Flugzeugs. Das ist wirklich noch speziell. Und die Höhe war etwa 24 Kilometer, die Flughöhe dieses Flugzeugs, also auch viel, viel höher als jeder Airliner fliegt und auch die meisten Jagdflugzeuge damals. Und dadurch, dass das Flugzeug so schnell flog, reduziert sich natürlich auch die Reaktionszeit, um das Flugzeug abfangen zu können. Oftmals wird in der Literatur auch geschrieben, dass das der erste Stealth-Flieger war, der Amerikaner. Diese Bezeichnung ist falsch. Das ist kein Stealth-Flugzeug, auch wenn es vielleicht ein bisschen so anmuten mag vom Design her. Tatsächlich hat die SR-71 einen relativ kleinen Radarquerschnitt, das ist aber Zufall. Die Ingenieure hatten das Flugzeug nicht so designt, damit es einen niedrigen Radarquerschnitt hat. Auch das Material war überhaupt nicht Stealth, sondern es war aus Titan-Komposit wurde es gebaut. Sondern das war wirklich ein Zufall. Das Flugzeug wurde kompromisslos auf Geschwindigkeit und Reichweite gebaut. Und dieses relativ kleine Flugzeug, es ist groß im Vergleich zu anderen Flugzeugen in diesem Marsch, ist es groß, aber für die Geschwindigkeit, dass es fliegen kann und die Reichweite, die es hat, ist es eben ein wirklich sehr kleines Flugzeug gewesen. Es ist schon lange nicht mehr im Einsatz. Das Flugzeug wurde im Juni 1997 wurde es ausgemustert, leider.
weil es einfach zu teuer wurde im Unterhalt. Die U2 hingegen, die vor der S-71 flog, die ist immer noch im Einsatz und macht auch jetzt noch Spionageflüge. Die Amerikaner haben unterdessen sehr viele Aufklärungsdrohnen, die auch nicht überschallfähig sind, das muss man noch erwähnen. Aber wenn man eine Drohne abschießt, dann ist der Verlust viel, viel geringer als bei einem solchen Flugzeug. Also das kostet ein X-faches einer Drohne. Und vor allem muss man die Piloten retten gehen. Und das ist immer sehr gefährlich, weil das Flugzeug meistens über feindlichem Gebiet abgeschossen wird. Bei einer Drohne ist das egal. Wenn die Drohne abgeschossen ist, dann kann der Gegner, wenn es blöd läuft, kann der Gegner auf Informationen stoßen. Sie können vielleicht die Festplatte kopieren oder Daten herunterholen, wenn es nicht vorher zerstört wurde. Das ist die größte Sorge, aber es gehen keine Menschenleben, werden gefordert beim Abschuss einer Drohne. Und bei der S-71 ist das ein Problem. Allerdings, das Flugzeug, das war so revolutionär und flog so schnell damals, auch heute würde es noch so schnell fliegen, selbstverständlich, dass man es auch heute mit den heutigen Mitteln sehr schwer hätte, um es abfangen zu können. Die Amerikaner flogen nicht mehr über die Sowjetunion mit der S-71, sie hatten aus der U-2-Desaster haben sie gelernt. Aber sie flogen relativ nahe, also in Norwegen zum Beispiel flogen sie an der russischen Grenze entlang. Und die Russen hatten sehr große Sorge von diesem Flugzeug, weil es so schnell war, so schwer zu entdecken war und auch schwierig zum Abfangen war. Und deshalb bauten die Russen die MiG-25. Ursprünglich wurde die MiG-25-Programm gestartet wegen dem Valkyrie-Programm. Die XB-70, das war ein Nuklearbomber, den die Amerikaner bauen wollten, der Mach-3-fähig ist, also ebenfalls so schnell fliegt wie die SR-71 hier. Die Amerikaner hatten das Flugzeug gebaut. Es gab zwei Prototypen, einer stürzte ab, aber das Programm war zu teuer und sie waren damals der Meinung, dass das Flugzeug veraltet wäre, also arbeitslos, weil man keine Bomber mehr brauchen würde, sondern dass nur noch mit Interkontinentalraketen ein Krieg geführt werden würde. Was völliger Blödsinn war, das war wirklich falsch, weil strategische Bomber werden auch heute noch gebraucht. Und hätten die Amerikaner die Valkyrie gebaut, dann wäre sie auch heute noch extrem schwer abfangen zu gewesen. Das wäre wirklich ein Ding der beinahe Unmöglichkeit, weil es so schnell fliegt, so kurze Reaktionszeit hat und auch so hoch ist. Das ist relativ schwierig. Und dasselbe ist bei der S-73. Und die S-73 ist wesentlich kleiner als die Valkyrie, von dem her ist es noch schwerer, sie abfangen zu können. Die S-73 ist optisch, finde ich, eines der elegantesten Flugzeuge, die es gibt. Also schwarz ist sowieso schon einmal sehr sexy. Die Seitenruder fehlen jetzt hier, Entschuldigung, aber wenn ihr es von oben her anschaut, ein Delta-Flügel, eine Delta-Tragfläche mit einer sehr langen Nase. Ein sehr schlichter Design, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Spezielle an der S-73 war noch, oder das Problem bei der S-73 war, wenn ein Flugzeug so schnell fliegt, dann wird die Außentemperatur extrem heiß von der Reibung der Luft. Also eine Mirage 3 zum Beispiel, die Mach 2,4 flogen sie, glaube ich, in der Schweiz Maximum. Die Mirage 3, die wir hatten, Mach 2,4 konnte, glaube ich, erreicht werden. Da wurde die Außenscheibe vom Cockpit wurde über 200 Grad heiß von der Reibung der Luft, weil es so heiß war. Also die Klimaanlage lief auf vollen Touren. Und wenn man Mach 3 fliegt, dann steigt die Temperatur exponentiell an. Also die Außentemperatur bei den Flügelvorderkante zum Beispiel, die wurden dann weit über 300, 400 Grad Celsius. Und das Problem ist, wenn man jetzt ein Flugzeug aus Aluminium baut, dann wird das Aluminium weich, weil es so warm ist, und dann würde es das Flugzeug zerreißen. Das heißt, man muss es aus Titan machen. Wenn man ein Flugzeug aber so aufwärmt oder so aufheizt, dann dehnt sich das Material aus. Und das Flugzeug ist wie jedes andere auch aus verschiedenen Teilen zusammengebaut worden. Und überall dort, wo die Teile zusammenkommen, hätte es aufgestaucht und zusammengedrückt. Und das war ein echtes Problem, das hatten sie am Anfang nicht im Griff. Auch konnte man keine Dichtungen herstellen, weil die Temperaturen so hoch sind, dass sie nicht mehr dicht waren. Und wir sprechen hier von Zentimetern, die das Flugzeug sich ausdehnt und zusammenzog. Und solche Dichtungen konnte man einfach nicht herstellen. Das heißt, die einzige Lösung war, dass das Flugzeug undicht konstruiert wurde. Also wenn das Flugzeug am Boden stand, die S-73, dann gab es einen himmeltraurigen Anblick an. Sie hatte überall Ölwannen, und es tropfte überall Kerosin und Öl heraus aus dem Flugzeug. Das sieht wirklich erbärmlich aus. Und das ist nicht, weil die Amerikaner keine Flugzeug bauen konnten, die dicht waren. Also bei den Autos ist das manchmal ein Problem. Die verlieren auch immer Öl, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe selbst einen alten Amerikaner. Aber das war nicht der Grund, sondern einfach, das musste undicht sein, damit, wenn das Flugzeug sich aufwärmt und sich aufblähte, dann war es dicht. Und dann verlor es auch kein Kerosin mehr. Das heißt, wenn ein Flugzeug, eine S-73, starten musste,
Dann füllten sie das Flugzeug bis zum Rand mit Kerosin. Das Flugzeug rollte zur Piste, hob ab und in der Luft wartete bereits einen Tanker, eine KC-135 oder KC-10. Und dann dockte die SR-71 an dem Tanker an, weil es schon wieder die Hälfte des Sprits verloren hatte, unverbrannt, das tropfte einfach heraus. Und dann wurde es aufgetankt in der Luft und dann beschleunigte die SR-71 relativ schnell auf die Mach 3 und dann war das Flugzeug dicht und dann hatte man die Reichweite, die man benötigte. Das war das Vorgehen. Also wenn eine SR-71 in der Luft war, dann wartete immer schon eine KC-135 in der Luft oder eine KC-10, um die SR-71 betanken zu können, damit sie dann auch wirklich voll betankt war und dann starten konnte und fliegen konnte. Und das ist wirklich doch speziell. Also die Lösung des Problems ist sehr erstaunlich, finde ich. Aber auf der anderen Seite, Kerosin ist nicht teuer. Und es war ja nicht so, dass dann auch Kerosin auf dem Boden regnete. Das verdampft relativ schnell in der Luft. Das ist überhaupt kein Problem. Übrigens auch, wenn ein ziviles Flugzeug einen Notfall hat, vor allem die größeren Flugzeuge, und wieder heruntergehen muss nach dem Start und voll betankt ist, dann haben viele zivile Flugzeuge die Option, dass sie Kerosin dampen können. Also das Kerosin hinten aus der Tragfläche pumpen können in die Luft, damit das Flugzeug leichter wird. Weil wenn es voll mit Passagieren, voll mit Fracht und voll Kerosin ist, dann kann es sein, dass das Fahrwerk das Gewicht nicht tragen kann beim Aufsetzen. Und deshalb muss man Gewicht verlieren. Und es liegt auf der Hand, dass man nicht unbedingt gerade die Passagiere rauswerfen will oder die Fracht. Also bleibt das Kerosin übrig und das wird dann abgelassen. Also das ist nicht besonders tragisch oder schlimm. Auch die Umweltverschmutzung, das ist zu vernachlässigen. Ja, das war die einzige Lösung, die sie hatten damals und das ist sehr besonders. Ja, wenn ich etwas vergessen haben sollte, bitte schreibt es in den Kommentaren, ich freue mich immer darüber. Oder wenn ihr Ergänzungen habt oder Fragen habt, dann werde ich gerne darauf Stellung nehmen, auch zum Modell selbst. Und ansonsten bleibt mir euch einen schönen Samstag zu wünschen, tragt Sorge zueinander und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Also, auf Wiedersehen!